Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Labyrinth von uns. Was sagt deine Matze? Ja, servus Leute, was geht so? Geht schon sehr schnell los hier, wie immer. Mhm. Wir sind gerade dabei ein bisschen hektisch. Endlich ist wohl da irgendwie ein bisschen verpeilen, früh genug aufzunehmen. Weil jemand hier zu spät gejoint ist. Nee, Spaß. Wir sind nur 6 Leute. Machst, glaube ich, ein bisschen. Das könnte ganz spannend machen von Anfang an. Ja, das stimmt natürlich. Ich find's ehrlich gesagt ganz lustig mit wenigen Leuten. Hat irgendwie auch so seinen Reiz. Man könnte dann nämlich versuchen, dass die alle überleben dann. Wie immer, wir machen immer 2 Versionen. Also erstmal hier den normalen Labyrinth. Das ist echt bei allen, Mann, sonst geht es nicht. Und danach den extremen Labyrinth. Und wir nehmen natürlich wieder beide auf, wie immer. Der andere Lauf, Alter. Das letzte Mal sind wir so drauf gegangen, weil das hier so fucking abgebrannt ist unten alles. Ja, stimmt, da war irgendwas, ne? Ja. Und wir haben schon lange nicht mehr gewonnen, nachdem wir einmal diese Siegesserie hatten, die ungefähr gar nicht mehr aufgehört hat. Zur Zeit sind wir nicht so drin, ey. Schlimm. Wir sind schon am Fieden. So unter uns sollte diese schöne Bombe sein. Könnte echt sein, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es so. Oder war nicht die erste Bombe sogar schon im Stockwerk? Ist die nicht direkt im ersten Stockwerk? Ich glaube, nee, hier ist sie. Oh je. Yeah. Ich werde zu langsam da unten ankommen. Und wir brauchen den Hebel auch noch. Ja, rest in Pepperonis, ey. Ach du. Oder wir nehmen jetzt den Weg, der freigesprengt wurde. Dreimal darfst du raten, warum der Weg freigesprengt wurde. Boah. Ah, au. Ja, im Gegensatz zu anderen Bomben hat diese einen Vorteil oder auch einen Nachteil, dass man als Minecrafter hier die selbst in die Luft jagen kann, indem man die weiße Wolle wegrieft. Und ja, wieso ist Ziggy-Fan so viel unter uns? Achso, da tut sich, glaube ich, da draußen wo untergraben. What the fuck? Wieso wollen die nicht Wolle kaufen und mir dafür irgendwas geben? Die Villager? Ja. Das wäre für der das wär Cheat. Das wäre schon geil. Das wäre ein richtiger Cheat, ja. Ich glaube, das sieht ein bisschen blöd aus. Oh je, da brennt schon die unter uns ist schon ziemlich krass die Lava. Ja, you don't say. Ich will dir schnell runter. Da will nämlich auch noch Emeralds. So ein Kack. Bist du da so schnell runtergekommen, Mann? Ich? Ich bin über dir. Du bist über mir, hoppala. Nigo, nee, den hab ich doch geholt. Da ist Tiki fertig, ich bin bei Tiki fertig. Oh fuck, wir brauchen einen Hebel. Hebel suchen, Jungs, Hebel suchen. Meine noch, der wäre immer hier so weit hinten gewesen, ist er nicht. Oh! Oh, das hat sich doch gar nicht schlecht angehört. Das war, glaube ich, in der Nähe, ja. Oder? Ja, und die waren in unserem Stockwerk, wo Tiki fertig und ich waren. Hier kommt man sogar ohne Damage runter, aber nur ein Stockwerk, aber immerhin. So, das war schon gar nicht schlecht. Alter, ich bin so weit oben, Leute. What the fuck, was habt ihr getan? Lol, was ist das hier denn hier oben? Folgendes, ich bin mal ganz kurz AFK. Ganz, ganz kurz. Ich stelle mich dafür irgendwo hin, wo ich glaube, dass ich nicht drauf gehen werde. Das ist jetzt immer. Oh, fuck, das ist eine Bombe. Okay, das ist hier ein schlechter Ort, glaube ich. Hier, ich muss ganz kurz von der Tastatur weg. Einen Moment. So, ich bin wieder da. Ich lebe noch, das ist gut. Ich habe nur einmal Damage bekommen für AFK sein. Immerhin. Nee, Storch hat gerade geklingelt und deshalb musste ich. Oh, was ist das denn hier Schönes? Komm hier runter. Okay. Also ich bin hier. Ich glaube, ich nehme einfach mal Treppen auf, weil es dürfte ziemlich überall durchgerannt sein, ne? Ihr brennt schon überall so krass einfach nur. Rennt, Jungs, Leute, rennt. Oder jumpt. Oh mein Gott, da ist noch die andere Bombe auch noch. Wo ist es hochgegangen? Ich sehe es nicht. Ich glaube, auf meiner Etage. Dammit! Ja, es hat sich so angehört, als ob es irgendwo. Oh, was ist das denn hier? Kann man das zünden? Okay, man kann das zünden. Es macht schon Tiki-Fern. Das ist eine gute Idee. Ich bin ein bisschen zu nah oder so. Alter, Jungs, was habt ihr denn da gemacht, ey? Einen Weg freigeräumt. Ja, wir brauchen hier einen Hebel. Hebel, Jungs, Hebel, Hebel, Hebel. Okay. Was, der? Hier ist der Hebel, hier. Du hast ihn. Ja, der andere hat den. Aber wir überleben eigentlich ganz schön lang, muss ich sagen. Also. Bis jetzt, ja. Alle 6 von uns, wir sind schon echt so die mega. Pros hier gerade, glaube ich. Geht, sag ich mal. Es ist unten, wird es einfach nur fucking viel Lava sein schon und Feuer.
Wenn wir da überhaupt noch hinkommen, davor ist wahrscheinlich das Treppenhaus schon komplett weggebrannt. Vorteil hier beim CS Tower ist ja, dass die Stufen durchaus aus Stein sind und somit einen gewissen Schutz bieten. Hi, Tune 85. Hi. Brennt da schon wieder jemand? Oh, was ist denn hier los? Ja, der eine brennt halt echt. Wieso brennt denn der hier? Naja, hier brennt irgendwie. Oh mein Gott, unter uns brennt schon alles, ne? Muss ich nur mal gesagt. Das ist. Oh lala. Rennt, Jungs, rennt, rennt runter. Durchs Treppenhaus, so schnell wie ihr könnt. Ist meine Maus sogar ein bisschen lay? Ist voll seltsam. Lay? Ist deine Maus lay? Was ist denn lay? Laggy, hab ich gesagt, Katze. Alter, hui, ha, oh, ah, la, 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 la. Das heißt, ah, komm, Matze, das war, wir sind voll OP. Siehst du, wie weit wir gekommen sind? Ja, ich brenne, aber. Ja, komm. Das ist doch easy, wir regenerieren doch schnell hier, das ist doch kein Problem. Halbes Leben. Du buddelst, okay? Ich buddel, ja. Soll ich hinten wieder zubauen, das mache ich jetzt. wieder zu. So, voll die Asi-Taktik, aber die machen die anderen auch immer. So, wir bauen einen Hebel, Matze. Mann, das ist durchaus schlecht. Hebel, oh mein Gott, in der Etage. Das ist irgendwie verdammt blöd. Ich glaube, auf Dauer muss man eigentlich irgendwann mal lernen, wo die ganzen Hebel sind, aber. Ja, das stimmt wohl. Wir haben hier schon Lava, ne? Also entweder wir finden den jetzt sofort. Ich meine, war das die Etage, wo er hier ist? Fuck! Nein, wird der Hebel vielleicht auch zufällig random spawnen ab immer? Wird der Hebel? Ne, hier ist er. Laggy lag. Du hast ihn. Ja, schnell, weil das Lava ist im Treppenhaus, ne? Direkt bei unserem Ding. Das ist eigentlich mega der Fail, wenn man den Hebel an die falsche Stelle platziert. Geht das überhaupt? Ich weiß gar nicht. Ich denke schon, oder? Das ist ja Ultra-Fail, weil dann kannst du nicht auch mehr abbauen. Ja, eben! Versagt. Ich krieg schon echt die Frame-Drops. Ja, ich auch. Teilweise vor allem 13 FPS gleich. Ich hab noch 30, aber. Ja, ab und zu, auch. So wenn es dann noch hier mal die Lava zuschlägt. Alter, das ist so krass einfach nur. Alter, naja, man erkennt, was man erkennen muss. Wir sterben. Immer wenn ich einen Block abbaue, dann gehen die Frames so ein bisschen runter. Erster. Der zweite machen wir extrem. Okay, es war gut gedeutscht, aber. Ja, egal. Der zweite macht mir extrem, Junge. Du bist AFK, Lama doch. Ich bin ja AFK, Mann. Matze, wie bist du schon wieder AFK, ey? Mitten in der Aufnahme. Das kann nicht einfach AFK sein. David, buddel mal lieber schnell runter oder bau hier irgendwie zu, dass du die Lama aufhörst. Buddel gerade nicht runter. Ich laufe hier gerade sneaky auf der Seite runter. Okay, das war eine. Gott, war das eine scheiß Idee von mir. Ach, du Kacke. Ein Stock weiter unten, aber wahrscheinlich gleich tot, oder? Okay, ist Leute. Ah, la 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 la. It was this moment David realized he fucked up. Ja, stimmt! Nein, verdammt! Der Block fällt! Nein, der Block ist. Nein, der Block ist abgebrannt! Also, das ist hier echt ein bisschen arg. Okay, das war fail. Oh Gott, wie bin ich da reingesprungen, ey. Ich bin doch so blöd. Ich bin mich einfach nicht einfach gefolgt, ey. Ach ja. Der Lager ist immer schlauer, ne? Das sah so bescheuert aus, glaube ich. Alter, Alter, hier ist überall Feuer. Hier ist überall nur Feuer. Wir schaffen es, glaube ich, nicht bis ganz unten. Davor ist das Treppenhaus hier irgendwie komplett im Arsch. Meinst du? Ich habe das Gefühl, ja. Wenn ich mir das hier anschaue, dass es hier immer näher zum Treppenhaus kommt. Eieieiei. Müssen wir ein bisschen noch runter. Hallo? Komm runter? Da. Ja, gut, ich meine. Unten ist die Lava sicher schon angekommen, ne? Safe, ja. Hier ist auch irgendwo das. Auf irgendeinem Punkt ist, glaube ich, auch das Treppenhaus einfach komplett weggebrannt. Obwohl wir. Aber der Rest schlägt sich gut. Wir haben durchgehend gebullt eigentlich nach unten, ne? Mhm. Voll den Baumeister, seid ihr. Ja, schon, ne? So nach dem Motto, ja. Also die haben uns echt beeilt, das kann man jetzt nicht sagen, dass wir irgendwo getrödelt haben. Aber jetzt ist hier vorbei mit dem Hebel, oder? Wo war das denn jetzt? Ja, also hier fließt überall die Lava schon runter wie sonst was. PvP ist aktiviert, Matze, Achtung. Ah, du bist eh weiter oben, ne? Ne, bist du nicht. Ist alle auf derselben Etage. Der Hebel ist gefunden, manchen graben weiter. Echt? Kann man weitergraben?
Er haut mich, Alter. Carlo, der Zweite. Hauen. Ah, da kommt noch mehr, Oh, jetzt kommt der. Die Gruppenprügelei, guter Scheiß. Und der. Nee, es sind eh nur noch. Fuck. Nice. Oh, du hast ihn ins Brennen geschossen. Oh, Alter, fast in die Lava. Noch einmal die. Oh, du hast ihn in die Lava geschlagen. Das ist halt echt. Geil. Oh, Tiki-Fan gegen Matze. Und Tiki-Fan ist auch in Lava. Nice. GG. Oh, nice. Geil. Sehr gut. Geht auf unsere Siegestrände weiter, Matze, nicht? Also ich musste halt. Dass er aber so stark, dass ich ihn instant in die Lava gekriegt habe, aber PvP-Skills, nice Spaß. Wir sind eigentlich so scheiße PvP. Aber wir kamen da nicht immer weiter runter, ohne Scheiß. Es ging einfach nicht. Wir hatten zwar den Hebel, aber da war ja die ganze Etage, war dann ungefähr schon voll Lava und überall alles gebrannt, ey. Das war richtig heftig. Also irgendwie so rein nur durch Buddeln ganz runterkommen ist irgendwie verdammt schwer, ne? Ja. Man muss auch halbwegs sinnvoll hier mit den Bomben arbeiten und schauen, dass die einem den Weg freisprengen. Das stimmt, ja. Und man sollte nicht zu risky. Also ich bin da ungefähr gerade. Weil die Sache ist die, das Gebäude ist ja halbwegs, die ganzen Etagen sind ja halbwegs ähnlich, ne? Und das heißt, es gibt einen Teil des Gebäudes, da kommt ganz wenig Lava durch. Es gibt einen anderen Teil des Gebäudes, da kommt ganz, ganz, ganz viel Lava durch. Und ich bin halt, hab ich halt entschieden, genau in diesen Teil reinzuspringen. Das war nicht so die beste Idee, hab ich das Gefühl. Das war nicht gerade das Schlauste. Ne? Oh nein, das war so knapp. Geht's schon los bei euch, oder? Weil ich weiß nicht, ich bin noch nicht in dem Lava. Nee, es geht noch nicht los. Ich will nicht nochmal einen Lex verrecken. Ja, das glaube ich dir. Ein Lex zu verrecken ist ärgerlich, das stimmt. Okay, warte, dann gehen wir jetzt extrem, ey. So. Warten wir, bis der Counter noch abläuft, oder starten wir einfach? Ja, meinst du, kommen noch welche? Keine Ahnung, warten wir jetzt einfach mit den Nazis. Wir können derweil ja. Oh, was war denn? Welche zurückgesetzt hier? Die gefahren hat das Spiel geschafft. Okay, dann hat. Wieso bin ich jetzt zurückgesetzt, verdammt? Ist mich runtergefallen. Mein Gott. Report. Report. Okay. Also ich fange schon mal schnell an zu buddeln. So. Just because I can. Wir könnten Lava Run eigentlich auch Maulwurf Simulator 9000 nennen oder irgendwie sowas. Das ist irgendwie echt so, ne? Maulwurf Simulator. Was? Das war das tust lustig, aber die Flachwitz, die in der Schule bringen, da facepalmst du nur, genau, alles ja, klar. Die in der Schule, die war doch einfach nur scheiße und dumm. Ja, ja. Aber immerhin kann eine lachen, das ist und zwar ich. Und zwar bei Matzes Facepalm die ganze Zeit. Nur wenn man über sich selbst noch lachen kann, über seine eigenen echten Witze. Ja, der Witz ist halt immer, dass die Witze so schlecht sind, dass Matze nicht darüber lachen kann. Oh je. Und in dessen Folge. Alter, wie weit ich. Oh mein Gott, hier ist die Bombe, aber wie weit ich schon unten bin, ne? Oh nein, ich hab ein halbes Herz so dämlich verloren, Sana. Das nee, stimmt, das hast du. Wir brauchen den Hebel hier, ne, auf der Etage. Oh mein Gott. Oh nein, Matze ist so gerade durch die Bombe gestorben. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Also es sind immer viele Leute. Naja, das AFK-Ding, das krasse ist ja, dass dieses AFK-Teil irgendwie immer auch so rumbuggt. Dass man häufig auf dem Strich, obwohl man gar nicht AFK rumsteht. Wer hat die Fick-Bombe aktiviert, Mann? Wie kam so dumm? Alter, wie unnötig ist das denn? Einfach zwei Leute durch die Bombe gestorben, ne?
Ja, weißt du, ich stand da direkt daneben, irgendwer in so ein... Ich hab's gesehen, ja. Kacklappen hat sie wieder aktiviert. Ich denke mir so, alles Maul. Wo ist denn der Hebel, ey? War der nicht hier? Ach, wir brauchen keinen Hebel. Ach, lol. Okay. Also, ich muss sagen, diese ganzen Wege, die dieser Endendrache frei macht, sind doch eigentlich immer ziemlich hilfreich. Weiter. Ah, ah. Alter, wie kann man, das ist ja so scheiße, direkt die Bombe zu zünden, ungefähr direkt neben einem. Das ergibt ungefähr null Sinn, ehrlich. Ich verstehe nicht, wieso man so eine Scheiße macht. Lol. Der hat einfach in den Tod. Was? Wie ist Tess gestorben? Wie geil sah das denn aus? Hast du es auf Band, David? Nee, ich hab's nicht gesehen. Ich schau mal, der springt direkt vor mir einfach so runter, einfach in den Tor. Alles klar. Hat er auch keinen Bock mehr, oder was? Was? Ich muss sagen... Es lebt nur noch du und Centaur, ne? Mhm. What the fuck? Okay, das war jetzt wieder lustig genug, dass ich mich nicht mehr aufregen muss, aber dieser Scheiß mit den Bomben ist echt hart. Man muss sagen, diese eine Bombe, die kostet den Leuten immer so schnell das Leben. Ich denke mal nur... Ja, der andere Dark Hunter ist ja auch noch dadurch gestorben. Denk ich mir nur, ja. Aber die Person, die die Bombe gezündet hat, die hat dann immerhin den Vorteil, dass sie weniger Kontrahenten hat, ne? Ja, wow. Ich meine, wette, du hast die am Ende sogar gezündet. Ich? Wie soll jetzt ich die gezündet haben? Ja, ich weiß nicht, wie gar nicht mitbekommen habe. Du standest am Anfang da lange rum. David ist Traitor, so. Genau. Schau dir das Video an, dann siehst du es ja. Ja, ich werde mir das auf jeden Fall anschauen von dir. Und wenn du es wirklich warst, dann... Dann gibt es hier richtig Bier. Okay. So wie in der Schule heute? Nee. Da gab es... kein Beef. Das stimmt auch wieder. Also gibt es nämlich gar kein Beef, weil es nicht war. Genau. Oh, Kombinatorik. Oh, das ist so mies, dass man hier... Oh, dass das Leben nicht... Ich würde sagen, dass das Leben nicht nachwächst, sondern dass man kein Leben regeneriert. Das ist durchaus echt ärgerlich. Der andere hat aber nur noch ein Herz. Nur so, by the way. Also ein Herz? Halbes. Oh, wirklich? Ja, eine Frank-Herz-Röhre. Mit Physik gehen wir jetzt ganz schnell wieder weg. Oh je, yeah. Ja, das haben wir auch gerade gemacht. Da kommt ein Drake zu euch, gell? Nur so zur Info, über euch. Alright, Alrito, ich geh mal hier schön in die Mitte hier. Wenn der andere Kerl muss es nur einmal dumm erwischen, ist er down. Der muss nur einmal drei Blöcke runterfallen. Oder du one-hittest ihn einfach. In 300 Sekunden. Gott, bei mir folgt der Kerl. Das wieder hoch. Ha! Lol. Ich. Na lol, der einzelne TNT. Lol. Sieht echt lustig aus. Es ist echt witzig, was hier für eine riesige Fläche hier ist, die hier durch den Dach erschaffen wurde. Du kannst vielleicht baiten, hier runter zu jumpen. Das sind... vier Blöcke mindestens. Ich weiß, ja, oh ich mein Gott, was ist denn das? Ich hol mir nur selbst damit. Ich hab eigentlich eine, ja, eine Idee. Aber wenn du ihn baiten kannst, dann. Und er hinterher springt, dann ist er tot. Ja, ja, das stimmt schon. Aber er, ich glaube nicht, dass er halt so blöd ist, dass er einfach mir hinterher. Wenn ich jetzt hier vom Gebäude springen will, würde er ja auch nicht. Nein, hinterher du musst, springen. Du musst ja nur von hier irgendwie hier runter jumpen, also verlierst du ein halbes Herz. Aber du kannst danach vielleicht sogar ich glaube nicht, dass der das machen würde. I have to believe. Was wir natürlich immer machen können, ist hier ein bisschen in den Damage-Bereich reingehen. Wenn er nur angefackelt wird, dann ist er... Okay, ich soll das nicht selbst anfackeln. Okay, hier soll man euch auch nicht reinfallen. Du könntest natürlich auch den Fackelschacht runterfallen. Ja, da wäre ich leider auch tot. Das ist ein ziemlich edler Abgang. Er verfolgt mich, der Kerl. Das ist durchaus beunruhigend. Ja, in 180 Sekunden. Ich kann ihn einfach links klicken. Ja, da kommt direkt das Brenn bei euch jetzt hier, gell? Du solltest da runterjumpen. Hier runter, meinst du? Ja.
Sonst. Nein, wenn dann hier vorne, hier runter zuerst. Und dann hier so runter. Und dann hier runter. Ja, genau. So, jetzt der oben kriegt nämlich wahrscheinlich jetzt Probleme, wa? Du solltest noch weiter runterspringen. Ulala! Er ist tot. Nice. GG! Ja, das war doch ganz lustig, ne? Das war's und ich kann nicht mehr zuschreiten. Zu langsam. Nice. Ja, genau, wir machen immer unsere zwei Folgen und das passt dann immer, ne? Genau, also bedanken wir uns trotzdem fürs Zuschauen, Leute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ja, bis zu einem weiteren Video, Leute. Tschüss. Und macht's gut, ciao.